Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir euch mal Ghost Exorzismus mitgebracht. Wir sind mal eine Gruppe zu viert, ne? Dave ist auch mal dabei. Haben wieder drei Perspektiven. Dave kann leider noch nicht aufnehmen. Und wir nehmen zum ersten Mal mit Facecam auf. Also falls hin wieder ein Kleinstecken in Ecken ein bisschen ein Problem sein soll mit dem Fokus oder dergleichen, bitte seht das nach. Wie ich gerade zwei Erfolge. Weil die jetzt Erfolge neu eingefügt haben, hast du zwei Erfolge bekommen. So, dann geht's hier gleich mal los. Keine Müdigkeit vortäuschen. Rein, rein, rein. Danke dir, Max. Okay, los geht's, safe. Zeig uns, was du kannst. Das Schiff ist auch richtig am Mitgerät. Sag mal, wie geht eine Taschenlampe? Muss ich eine Taschenlampe extra mitnehmen? Muss ich eine Taschenlampe extra mitnehmen? Nee, du kannst auch auf Q anmachen. Licht. Dave, der Kameramann. Okay, das ist Camp. Die Mucke, Alter. Bilder. Reinkommt und die Mucke sich überfallen. Das ist wirklich so, kranke Mucke. Dave und ich sind jetzt erst zum ersten Mal auf der Map. Was reden bei dir hier? Was hast du alles dabei? Alles. Ich hab den Motor Heimsuchung, das erste Haus rechts. Bist du hier? Bist du? Nicht zu. Alt bist du? Und wie weit rechts, Eric? Na gleich das erste Haus rechts. Wirklich? Jetzt schon wieder? Wie weit rechts, Eric? Direkt am Eingang das erste Haus rechts. Okay, das habe ich nicht ganz gehört. Deswegen habe ich nachgefragt. Aber ich danke sehr. Wenn man dagegen will. Was? Also hier schon. Hat er hier hinten nicht ein halbes Brot? Alter. Oh, das ist ein bisschen. Also, oh, oh. Ich glaube, das klang nach einem Clown, oder? Irgendwie so? Das klang nach einem Clown. Sprich mit uns. Ronald McDonald. Was ist denn das? Ist das Audio vor Ort? Vor Ort, ja. Sprich mit uns. Hier sind die Leute vom Hausservice. Oh, hier sind, ich sehe auf meiner Kamera, sprich hier links, hier Obst. Oh. Ja, jetzt darf er versuchen. Das klang wie so ein Schrei aus Porno. Audio vor Ort, wollen wir sagen. Ja. It's not a clown. Ich bin nur der Kameramann. Ich bin doch nur der Davy Siegel. Okay. Oh, nein! Da kommt er! Dave, machst du weg! Dave, wirklich, wer fast gestorben hier. Danke dir. Du hast dir richtig gegeben. Wir minus gerade. Hey, okay, jeder überlebt. Temperatur negativ. Ja, Eva hat die weggeschossen. Ich hab sie gekillt. Achso. Ja, was gibt's denn jetzt hier noch? Alles. Ich habe eigentlich alles in der Hand als wichtiger. Ja, ich auch. Warum hast du diese Schmetterlinge um dich drumherum? Die große Lampe tut die ja, glaube ich, anlocken. Die Motten. Ja, anscheinend. Ja. Oh, da ging gerade eine Tür oder was? Ne? Ich weiß nicht. Oh ne, das war doch so normal. Ich habe ziemlich Angst, Dave. Ja, du brauchst keine Angst. Max, wo musste man EMF messen? Am Geisterursprung oder wenn der Geist kommt? Spricht's aus. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Ich habe ein Signal, aber das muss erst noch voll laden. Du kannst ja wirklich morsen, ne? Was ist? Ja, Davy, lass das bitte sein. Wir sind hier zum Arbeiten. Ich hab's im Blick.
Wenn ihr die Puppe hier findet, die ist nett. Oh, bei mir. Dann war sie. Hab ich sie getroffen? Ich hab sie getroffen. Ich hab sie mit Salz beworfen. Ist hier immer. Sehr gut. Ich bräuchte noch ein bisschen mehr fürs Signal, ne? Und EMF habe ich auch noch nichts gesehen. Vielleicht kommt da noch was. Oh, die ist hier. 3-4. EMF 3-4. Rechts um die Ecke. EMF 3-4. Lebt noch. Du hast nie die Ossi getroffen. Dave, komm mal her. Lauf mal zur Gruppe. Da kann nichts passieren. Komm, Dave. Nein, geht nicht los. Warum nicht? Ich weiß nicht, weil ich Angst habe. Guck dich immer an, musst ganz einfach. Ja, lauf mal zur Gruppe, Dave. Dave. Backing. Ich zeig dir, wie das geht. Hier, komm. Sag mal. Hey, Dario, one step more. Du musst eben nicht, wir machen jetzt ein Battle. Nein, ich hab dir gesagt, du musst es. Hey, ich rette mich. Oh, Dave, wirklich. Kann ich dir auch helfen? Ich weiß. Achso, dich hat er erwischt. Ja, mich hat er auch immer. Aber ich dachte, es ist da langweilig, wenn es bloß mich erwischt. Fuck! Die sind hinter mir, die sind hinter mir! Warte noch, bis sie nah rankommt, warte bis sie rankommt. Da kommt sie! Oh, gut gemacht, Dave. Erik, brauchst du noch einen EMF? Ich gebe dir das mal. Ich glaube, ich habe 3-4 gemessen bis jetzt, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben Fliegen. Warte, ich komme vor der Tür. Meanwhile. Oh Gott. Danke dir fürs Freimachen. Ich glaube, du bist einfach gegen die Tür gelaufen, deswegen ging ich nicht mehr auf. 2 hours later. Oh, sie beginnt zu jagen, Dave. Ach nee, warte, das ist die Pleasure von. Nee. Das war nur die Mucke, ich dachte auch. Alter, wie die Mucke übel angeht, wenn man hier reinkommt. Von hinten. Hinten rechts. Ist die oder die Puppe? Ist ja noch weiter. Seid ihr eigentlich schon alle fett? So, die Fliegen mache ich mal weg. Ich halte mir so ein bisschen den Arm fest, aber ansonsten alles fett. Wie viel bei dir? Ja, alles cool. Hier, tu mal ausräuchern, Räucherstab. Hab ich gehört. Ist das Funk, was ich da hab, B? Ich weiß nicht, wo das ist, ich hab's umgebeindet. Ja, B ist Funk. Das ist vollkommen richtig. Ja, okay. Und eine Blume. Okay. Meine. Übrigens, Marvin, du hast die super gerade geräuchert. Ich mache hier die Tür auf und da ist die die ist hinter euch. Ich analysiere die. Siehst du irgendwo? Die hat meine Waffe. Hat sich erwischt? Nee. Sie hat mich kurz gezogen und dabei habe ich aber meine Waffe fallen lassen. Ja, die hat dich geschubst. Was? Was ist das? Die hat bloß einen Davy geschubst. Ich habe mich gezogen und da habe ich meine Waffe fallen gelassen.
gibt. Dave? Ja. Oder das Bett? Oh Gott. Oh Gott, Dave, ich hab Angst, wirklich. Alter, wie auch mal rülpst. Dave, halt mich mal. Die Sau. Ja, ich halte dich, komm hier hin. Oh, komm mit mir in die stille Ecke. Bart. Schnell. Oh. Ich beug mich übers Bart wie beim letzten Mal, über die Schüssel. Das sag das doch nicht allen. Haben wir schon Anzeichen, was das für ein Geistertyp ist? Gefallene. Dave, ich finde es zwar cool, dass du die immer killst, aber ich muss die noch ein bisschen visieren. Da drüben gibt es eine. Aber du hast Max gerettet, das muss man dir lassen. Ihr habt euch selber gerettet. Nee, Max, du wärst ganz klar gestorben. Die hat mich vor dir angerufen. Du wärst ganz klar ohne Dave gestorben. Jetzt red nicht euch an und analysieren. Oh, schade. Entschuldigung. Aber gut, nächstes Mal habe ich die. Hab ich die. Alles gut. Nächstes Mal habe ich die. Nicht schießen. Okay. Also fertig analysiert. Ja, ist aber bei der auch schwierig, weil Gefallene ja, halt, sobald man die sieht, fangen die an zu jagen. Also. Na dann. Oh, hier sind sie. Schieß die ab. Rette Max. Okay, die Tür versperrt, ist rausgegangen. Max überlebt? Hat die nicht angefangen zu jagen? Die hat mich wahrscheinlich nie gesehen. Okay. DXE900 ist der Analysecode. Da muss ich auch noch was eingeben? Ja schon. Du musst drei eingeben, warte. Das haben wir auch. Also Fliegenbefall mit Räucherstäbchen aus Rottenhammer. Wir haben Entitätenverletzten, haben wir auch. Du musst EMF Stufe 3 bis 4 eingeben. Hab ich auch schon. Ah. Warte, Tiese. Sofortbildkamera. EMF 3 bis 4, Temperatur negativ. Ein so. Andere. Geh mal zurück, ganz oben ist noch Gefallene drücken. Die hinter euch lang, das ist vor euch lang. Hinter Clown. Eingemacht? Ah. Einer von euch muss gleich das Exorzistenbuch machen. Okay. Das mache ich. Nee, oh. Max, das kannst du dir wirklich nicht. Du bist verletzt, das können wir dir nicht machen. Na und? Das können wir dich nicht machen lassen. So Dave, ich mache jetzt das einzig wahre, oder möchtest du mal aus dem Exorzismusbuch vorlesen? Ja, das ist schon ziemlich, ich kann kaum lesen. Na gut. Ja, oh Gott. Na, dann zeige ich dir mal, wie das richtig geht. Ja, okay. Du diesen Orb heimsuchst? Schade, so geht das nicht. Sprich mit uns. Du diesen Orb heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Amen. Oh, wo ist sie? Das war's. Cool. Das war eine kleine Runde Ghost Exorcism. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch trotz der Schwierigkeiten mit den Kameras gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao!